An einem warmen Oktobertag im Jahre 1765 verabschiedet sich der regierende Fürst von Anhalt-Dessau von seiner Mätresse. Er ist 25 Jahre alt und die Pfarrerstochter Eleonore hat ihm gerade das dritte Kind geboren. Sie ist seit ein paar Jahren seine große Liebe. Fürst Franz, eigentlich Leopold III. Friedrich Franz, begibt sich auf eine Grand Tour, eine Europareise. Nach anderthalb Jahren wird er zurückkehren, erwachsener geworden, als aufgeklärter Herrscher, der den rückständigen Zwergstaat Anhalt-Dessau in die Moderne führt und sich mit dem vielleicht schönsten Landschaftspark Europas ein Denkmal setzt, dem Wörlitzer Gartenreich. Was trieb den jüngsten Fürsten Deutschlands in die weite Welt hinaus? Wenn man nach den Gründen fragt, weswegen Fürst Franz auf die Grand Tour ging, dann gibt es mehreres zu sagen. Zum einen natürlich, eine Grand Tour war damals angesagt bei Prinzen und auch bei jungen Fürsten. Zwecks Bildung, zwecks Umgang mit fremden Nationen, zwecks Pflege von Fremdsprachen wie Französisch und Italienisch. Bei Fürst Franz kommt noch etwas dazu. Er fährt, weil er eine unstandesmäßige Beziehung mit der Tochter des ersten Predigers in Wörlitz gehabt hat. Er möchte diese Frau heiraten. Er spielt mit dem Gedanken, abzudanken. Ob das der Realität entspricht, vermag ich nicht zu sagen. Klingt aber schön, dass ein junger Mann auf den Thron verzichtet, romantisch mit seiner Geliebten in England als einfacher Bürger leben möchte. Das geht gar nicht. Ein regierender Fürst ist als regierender Fürst geboren. Fürst Franz reist mit dem gebildeten Freiherrn von Erdmannsdorf nebst kleinem Gefolge nach Italien. Damals eine nicht ungefährliche Tour. Den St. Gotthard-Tunnel gibt es noch nicht. Die Reisekutschen müssen auseinandergebaut und mit Maultieren über die Alpenpässe transportiert werden. Räuber lauern den Reisenden auf. Franz reist deshalb inkognito. Die Herbergen unterwegs wimmeln von Flöhen und Wanzen. Umso beeindruckender ist für die jungen Adligen der Anblick Venedigs mit seinen malerischen Palazzi. Für die jungen Männer, Fürst Franz und seinen Freund Erdmannsdorf, tut sich eine neue Welt auf, die sie in ihrer Andersartigkeit auch ein wenig überfordert. An deutsche Regeln gewöhnt, ist Fürst Franz verzaubert von der mediterranen Leichtigkeit Italiens. Doch bei dem Versuch, das scheinbar freizügigere Leben jenseits der Alpen zu genießen, treten die Deutschen beim italienischen Adel immer wieder in Fettnäpfchen. Zu verschieden ist die Etikette. Ja, Erzbansdorf war ein vollendeter Kavalier und zu Kavaliersdasein gehörte auch die Schwärmerei für Damen, gerade in Italien. Er hat auch seine Reisekasse oft überzogen und Fürst Franz war nicht unbedingt nur an Kultur interessiert. Da hat man viel gejagt und möglicherweise auch Liebschaften gehabt. Ein bisschen schlauer reist der Tross weiter. Gut 600 Kilometer in Richtung Rom. Die ewige Stadt ist zu dieser Zeit eher ein armseliges Nest, sieht man von den beeindruckenden antiken Ausgrabungen und der Vatikanstadt ab. Doch hier trifft Fürst Franz auf den wohl berühmtesten Intellektuellen seiner Zeit. Johann Joachim Winckelmann. Winckelmann ist ja in Italien und ist ja, wenn man so will, der Oberarchivar am Vatikan und lernt dieses Altertum kennen. Und Fürst Franz war ein sehr gelehriger Schüler, ein sehr geschätzter Schüler von Winckelmann und hat vieles, was er in Italien gesehen hat, einfach übertragen.
Als der junge Fürst Winkelmann begegnet, soll er gesagt haben: Ich bin von Dessau, mein lieber Winkelmann. Ich komme nach Rom zu lernen und ich habe Sie nötig. Winkelmann, Sohn eines Schusters aus Stendal, beeindruckt mit seiner Neuentdeckung der Antike, die Gebildeten Europas. Er stellt die griechische Kunst in ihrer edlen Einfalt, gemeint ist Einfachheit, und stillen Größe dem Barock und dem Rokoko entgegen. Der Wissenschaftler idealisiert die alten Griechen ein wenig maßlos. Er verherrlicht klassische Statuen und Bauten, von denen er glaubt, sie seien rein weiß gewesen. In Wirklichkeit waren sie bemalt, doch die Farben haben die Jahrhunderte nicht überstanden. Er schickt den tief beeindruckten Fürsten Richtung Neapel. Als Fürst Franz am Fuße des Vesuv eintrifft, sind Häuser und Straßen von Pompeji und Herkulaneum immer noch verschüttet. Wie in einem Bergwerk lässt der König von Neapel Schächte und Stollen in die Erde treiben und nach Statuen, Kultgegenständen und sonstigen Überresten der alten Kultur suchen. Die längst vergessene, hochentwickelte, sinnesfreudige Zivilisation, die dort zum Vorschein kommt, überrascht die Gelehrten. Die Stadt am Golf ist ja berühmt für ihr großes Naturschauspiel, den Monte Vesuvio. Und dieser Berg wird vom Fürsten von Erdmannsdorf von Behrenhorst, vom Bruder des Fürsten Johann Georg, erklommen. Eine Eruption ist ihnen nicht beschieden, aber der Vesuv grummelt, wirft Steine, Bimssteine, Lapilli in die Luft. Und die Dessauer sind ganz erstaunt, dass die Einheimischen panisch die Flucht ergreifen, schauen sich das Schauspiel eine Weile an und rennen dann selbst mit. 1767 kehrt Franz zurück in seine Heimat. Im Gepäck Statuen, erotische Darstellungen, sogar eine antike Säule. Und der geläuterte Fürst ist entschlossen, seinen Pflichten als Landesvater nachzukommen. Schließlich ist ihm diese Verantwortung für seine Landeskinder in die Wiege gelegt. Er entstammt dem alten Geschlecht der Askanier, vor 800 Jahren begründet von Albrecht dem Bären. Zu Lebzeiten von Fürst Franz ist das Land in drei kleine Herzogtümer aufgeteilt. In seinem, Anhalt-Dessau, leben gerade mal 35.000 Einwohner. Sein vielleicht berühmtester Vorfahre ist sein Großvater, Leopold I., genannt der alte Dessauer. Die Frage, wie er aufgewachsen ist, ist im Grunde genommen ein sehr interessantes Phänomen, weil er wuchs in einer Feldmarschallsdynastie auf und war auch großgewachsen, hat Gardemaß, war ein fantastischer Reiter, das heißt, er hat alle Eigenschaften gehabt von einem Feldmarschall. Und sein Großvater war Feldmarschall, sein Vater war Feldmarschall, sein Onkel ebenfalls. Und bei ihm merkt man schon in diesen frühen Jahren eine große Neigung zum Nicht-Militärischen. Er war natürlich im Siebenjährigen Krieg involviert und hasste das Gemetzel. Anhalt ist zwar unabhängig, kämpft aber seit Generationen für die Preußen. Auch Franz dient als Halbwüchsiger Friedrich dem Großen, anfangs mit Begeisterung. Zunächst verlief ja auch der Siebenjährige Krieg für Friedrich den Großen recht positiv. Und als junger Mann mit 16 macht es sicher, Freude, an der Seite des Königs zu siegen, bis der Kriegsstern sank, Friedrich verlor. Dem Preußenkönig waren strategische Fehler unterlaufen. Nur der vom alten Dessauer auf Disziplin und Gleichschritt getrimmten Armee war es zu verdanken, dass der völlige Zusammenbruch verhindert werden konnte. Man lief Gefahr, mit dem Kaiser zu kollidieren. Und nach verlorenen Schlachten wurde unser junger Erbprinz von Dessau plötzlich krank. Er erkrankte an der Ruhr und wurde nach Hause geschickt. Und war fortan, wir würden heute sagen, Wehrdienst untauglich. Gemacht vielleicht sogar.
Sein Vormund erwirkt 1757 die Entlassung des jungen Prinzen aus der preußischen Armee und erkauft beim Kaiser dessen vorzeitige Mündigkeit. Der frischgebackene Fürst Franz erklärt Anhalt-Dessau umgehend für neutral. Die großen politischen Machtblöcke kämpften gegeneinander und die kleinen hatten Angst, dazwischen zerrieben zu werden, wie zwischen Mühlsteinen, zwischen Preußen, Sachsen, Habsburg. Friedrich der Große ist wütend. Er hatte sich einen schneidigen Feldherrn erhofft, wie Franz' Großvater einer war. Als nächstes verkauft der junge Landesvater im wahrsten Sinne des Wortes das Tafelsilber der Familie. Er braucht Geld, um seine Untertanen so weit als möglich zu entlasten. Das Land war in einem schrecklichen Zustand, weil es verwüstet war im Verlauf des Siebenjährigen Krieges. Nicht, dass es ein Schlachtplatz war, aber Fürst Franz musste große Retributionen, also große Geldstrafen bezahlen dafür, dass er aus dem preußischen Militärdienst ausgeschieden war. Er musste Rekruten abgeben, er musste Geldkontributionen leisten, er musste Lebensmittel abgeben. Und das Land hatte ja keine Einnahmen zur damaligen Zeit. Anhalt-Dessau ist ein rückständiges Agrarland. Die Bauern wenden noch die Dreifelderwirtschaft an, in der jedes Jahr ein Drittel des Bodens brach liegt. Er kam als junger Mann auf den Thron. Er wollte verändern und er konnte verändern, da er keine Eltern mehr hatte. Und ein junger, aufschäumender, aufbrausender Geist versucht, sich neu zu orientieren, mitten im Krieg, der dann Gott sei Dank auch bald zu Ende ist. Der lange siebenjährige Krieg endet 1763. Und was tut dieser junge Mann? Er ordnet seine Regierung und geht auf Erkundungsreise quer durch Europa. Der junge Fürst will vor allem eins: Erfahrungen sammeln, lernen. 1763 reist er nach Holland. Hier studiert er Deichbau und Entwässerung. Sehr wichtig für ihn, denn sein Land an Elbe und Mulde ist sumpfig und ständig von Hochwasser bedroht. Dann reist er über die Nordsee ins Vereinigte Königreich Großbritannien. Dort führen ihn einflussreiche Freunde in die besten Kreise ein, bis ins Königshaus. Der britische Lebensstil beeindruckt ihn zutiefst. England symbolisiert Freiheit. Freiheit in der Meinungsäußerung, Freiheit auch in der Wirtschaftsform. Die Marktwirtschaft war ja schon sehr weit entwickelt. England ist auch das Land des freien Gartens. Der englische Garten ist ja ein freier Garten. Man wehrt sich gegen die Symmetrie, die der französische Garten personifiziert. Und all dies lag Fürst Franz, er war ein freiheitsliebender Mensch. Und deswegen bedeutete ihn England wesentlich mehr als Frankreich. Es ist kein Zufall, dass gerade in England diese neue Form der Landschaftsgestaltung den Barockgarten französischer Prägung ablöste. Der englische Adel war von jeher dem Landleben enger verbunden und sah das Land als den wahren Mittelpunkt seiner Herrschaft an. Die natürliche Landschaft ist deshalb auch der Ausgangspunkt des englischen Parks. Trotz seiner künstlichen Anlage wirkt dieser so natürlich wie möglich. Wie zufällig gesetzt sollen Blickachsen und malerische Zutaten wie künstliche Ruinen oder Einsiedeleien und gewundene Wege geradezu ein begehbares Gemälde bilden. Nachdem Fürst Franz und Erdmannsdorf die englischen Gärten gesehen haben, sind sie so beeindruckt, dass sie die Idee entwickeln, in Wörlitz, eine Reitstunde von Dessau entfernt, einen Landschaftspark nach englischem Vorbild anzulegen. Platz für die Verwirklichung dieser Idee hat Fürst Franz genug. Fürst Franz hatte in einer Hinsicht großes Glück. Sein Großvater, der alte Dessauer, hatte teilweise mit grenzwertigen Mitteln die Eigentümer enteignet und mehr als 50% der landwirtschaftlichen Fläche in Anhalt-Dessau